Wie wird eigentlich muggelgeborenen Zauberern gesagt, dass sie magisch sind? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und ihre Schülerschaft sprechen. Genauer gesagt sprechen wir darüber, wie die Schüler für die Schule ausgewählt werden und wie man Muggelgeborenen sagt, dass sie magisch sind. Seit dem 10. Jahrhundert ist die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei in den schottischen Highlands die erste Adresse für Hexen und Zauberer, um Magie zu lernen. Zumindest in diesem Teil der Welt. Es gibt natürlich andere Zaubererschulen in der ganzen Welt. Und seit der Gründung dieser Schule füllt sich jedes Jahr die Schule mit neuen, vielversprechenden jungen Hexen und Zauberern. Über die Jahrhunderte hinweg hat die Schule eine Menge talentierter Hexen und Zauberer hervorgebracht. Aber meine Frage ist, wie werden diese Schüler ausgewählt, um diese berühmte Zauberschule zu besuchen? Und wie finden sie heraus, dass sie ausgewählt wurden? Wir wissen, dass sie einen Zulassungsbescheid bekommen, aber wer entscheidet, dass ihr Name auf dem Brief steht? Und wie unterscheidet sich dieser Prozess für muggelgeborene junge Hexen und Zauberer ohne Vorkenntnisse über die große Welt der Zauberei? Schüler, die einen magischen Hintergrund haben, sind höchstwahrscheinlich schon etwas eingeweiht in Hogwarts und mit der Schule vertraut, da wahrscheinlich jemand aus ihrer Familie vor ihnen Hogwarts besucht hat. Das macht die Zustellung des Zulassungsschreibens weniger überraschend. Die Familien von Muggelgeborenen haben jedoch überhaupt keine Ahnung von Magie, zum Beispiel Hermine, und deshalb gibt es unterschiedliche Verfahren für die verschiedenen Arten von Schülern. Aber eine Sache, die für alle Schüler gleich ist, ist, wie sie für die Schule ausgewählt werden. Beginnen wir mit der Feder der Akzeptanz. In einem kleinen verschlossenen Turm, der nie von einem Schüler von Hogwarts besucht wurde, liegt ein uraltes Buch, das noch nie von Menschenhand berührt wurde, seit die vier Gründer es bei der Fertigstellung des Schlosses dort abgelegt haben. Neben dem Buch, das in abblätternde schwarze Drachenhaut gebunden ist, steht ein kleines silbernes Tintenglas, aus dem eine lange, verblichene Feder herausguckt. Dies sind die Feder der Akzeptanz und das Buch der Aufnahme. Und sie sind das einzige Verfahren, mit dem Schüler für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ausgewählt werden. Das Buch und die Feder wurden von den Gründern von Hogwarts eingeführt, um das Auswahlverfahren in Hogwarts zu erleichtern und zu automatisieren. Sie wussten, dass sie jahrhundertelang Schüler brauchen werden, aber dass sie nicht so lange leben, also musste der Vorgang automatisiert werden. Einer der wichtigsten Parameter, die für die Erkennung von Schülern festgelegt wurden, lautet wie folgt. In dem Moment, in dem ein Kind die ersten Anzeichen von Magie zeigt, wird die Feder aktiv und versucht, den Namen des Kindes in das Buch zu schreiben. Das bedeutet, dass sobald ein Kind irgendeine Form von Magie zeigt, sofort schriftlich festgehalten wird, dass es ein magisches Wesen ist. Kein Kind könnte unentdeckt zaubern, ohne dass dieses magische Buch und die Feder es aufzeichnen. Die Entscheidung vom Buch und der Feder ist endgültig und kein Kind wurde jemals aufgenommen, dessen Name nicht zuvor in die vergilbten Seiten des Buches eingetragen wurde. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Buch und die Feder sich manchmal nicht ganz einig darüber sind, was eine magische Aktivität ist. Für die Feder reicht ein Hauch von Magie aus, das Buch jedoch schnappt oft zu und weigert sich, bis es einen ausreichenden, dramatischen Beweis für die magischen Fähigkeiten gibt. Im Fall von Neville Longbottom zum Beispiel war die Feder begierig darauf, seinen Namen gleich bei seiner Geburt in das Buch reinzuschreiben. Er stammte aus einer magischen Familie und zeigte von Anfang an schwache Anzeichen von Magie, aber gleichzeitig schien es niemand wirklich zu bemerken, das Buch eingeschlossen. Erst als Neville 8 Jahre alt war und einen Sturz überlebte, der ihn eigentlich hätte töten sollen, akzeptierte ihn das Buch schließlich. Der Hauptgrund für die Strenge des Buches besteht darin, Squibs fernzuhalten. Nichtmagische Kinder von Hexen und Zauberern haben gelegentlich eine kleine Aura der Magie um sich herum. Aber sobald die Magie ihrer Eltern abgeklungen ist, wird klar, dass sie nie die Fähigkeit haben werden zu zaubern, wie Filch zum Beispiel. Die Sensibilität der Feder gepaart mit der Unerbitterlichkeit des Buches haben noch nie einen Fehler gemacht. Nachdem wir nun geklärt haben, wie die Schüler ausgewählt werden, wollen wir uns nun ansehen, wie die Schüler selbst benachrichtigt werden. Für Schüler, die aus einer magischen Familie stammen, ist der erste Schritt für die Aufnahme in Hogwarts der Brief. Der Hogwarts-Aufnahmebrief informiert die neuen Schüler über ihre Aufnahme an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und zusammen mit dem Schreiben wird eine Liste der erforderlichen Lehrbücher und Materialien, die für das kommende Schuljahr benötigt werden, an sie geschickt. Wenn eine Hexe oder ein Zauberer aus einer magischen Familie diesen Brief erhält, sind die Dinge ziemlich einfach. Wenn die Zeit für sie gekommen ist, in die Schule zu gehen, werden sie einfach zum Bahnsteig 9¾ gebracht und losgeschickt.
Die Prozedur für Muggelgeborene ist jedoch ein wenig anders. Wie du dir sicher vorstellen kannst, wäre es ziemlich komisch, einen solchen Brief an eine Muggelfamilie zu schicken, ohne jeglichen Kontext. Es könnte zweifelsohne als eine Art Scherz oder Trick angesehen werden. Um dem abzuhelfen, werden Hogwarts-Briefe an Muggelgeborene von einem Mitglied des Personals persönlich überbracht. Aus den Büchern geht nicht hervor, welches Mitglied des Personals direkt dafür verantwortlich ist, aber da Professor McGonagall für die Registratur zuständig ist, macht es am meisten Sinn, dass sie dafür zuständig ist. Angehende muggelstämmige Schüler erhalten denselben Brief wie alle anderen, nur die Art und Weise, wie er zugestellt wird, unterscheidet sich. Bei einem Besuch kann das Personalmitglied von Hogwarts die Einzigartigkeit der magischen Fähigkeiten ihres Kindes erklären, aber auch der Familie die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen. Ich weiß, dass ich ein paar hätte, wenn mein Kind zaubern könnte. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie schwierig es wäre, einem Muggel Magie zu erklären. Ein wahres Monstrum von einer Aufgabe. Aber wenn es jemand sein soll, ich denke, dass entweder Dumbledore oder McGonagall am überzeugendsten wären. Hermine Granger spricht in den Büchern über ihre Reaktion auf diese Nachricht. Niemand in meiner Familie kann zaubern. Es war eine große Überraschung, als ich meinen Brief bekam. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich meine, es ist die beste Schule für Hexerei und Zauberei, die es gibt. Ich habe alle Lehrbücher auswendig gelernt und ich hoffe natürlich, dass es reicht. Ich bin übrigens Hermine Granger und wer bist du? Und der muggelstämmige Colin Creevy auch. Es ist erstaunlich hier, nicht wahr? Ich wusste gar nicht, dass ich zaubern kann, bis ich den Brief aus Hogwarts bekam. Mein Dad ist Milchmann, er konnte es auch nicht glauben. Also mache ich jede Menge Fotos, die ich ihm nach Hause schenken kann. Ob Hermine schon vor dem Besuch des Hogwarts-Mitarbeiters über ihre magischen Fähigkeiten Bescheid wusste, kann man nur vermuten, da dies von Schüler zu Schüler sehr unterschiedlich ist. Obwohl Harry Potter aus einer Zaubererfamilie stammte, wurde er von Muggeln aufgezogen und das bedeutete, dass die Nachricht für ihn genauso schockierend war wie für Hermine. Wir wissen auch, dass Harry eine ganze Reihe von ungewöhnlichen Unfällen hatte, bevor er erfuhr, dass er ein Zauberer war. Dinge wie das schnelle Nachwachsen seiner Haare nach ungewollten Haarschnitten oder die Fähigkeit, mit Schlangen zu sprechen. Dinge, die für einen Muggeljung einfach nicht normal waren. Und das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn du ein muggelstämmiger Zauberer wärst, es aber noch nicht wüsstest, würdest du jemandem wie McGonagall alles glauben, was sie dir erzählt? Schreib es gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.